Hallo ihr Raketen, ich bin's wieder, euer Markus, seid ihr grüßt und heute geht es um das Thema kanonisches Tech und was genau sich dahinter versteckt. Viel Spaß bei meinem Video. Hallo und herzlich willkommen. Ja, was ist ein kanonisches Tech? Wann solltest du es nutzen und welche Auswirkungen hat es auf dein SEO? Diese Fragen wollen wir auf jeden Fall auf den Grund gehen. Den einen oder anderen Tipp bekommst du natürlich noch von mir mit an die Hand. Ein kanonisches Tag, was genau ist das? Wenn du in den HTML-Code reinguckst oder in den HTML-Code deiner Seite reinschaust, dann wird dir vielleicht eines direkt im Head-Bereich aufgefallen sein. Dort gibt es ein sogenanntes Meta-Tag. Und wenn es, sage ich jetzt mal, normal ist, sollte es definitiv bei dir mit untergebracht sein. Da siehst du dann zum Beispiel, da steht dann REL ist gleich Canonical und dann steht sicherlich deine Hauptdomain dahinter. Aber was genau bewirkt es und warum ist es wichtig? Wichtig ist es dann, wenn du auf deinem Blog oder auch auf deiner Webseite Inhalte hast, die ähnlich sind oder auch identisch sind. Zudem kommt, dass sie auch unter einer identischen URL erreichbar sind. Ich gebe dir gleich noch einen Tipp mit an die Hand, wo du das letztlich definitiv nutzen musst. Aber wie gesagt, hast du fast identische oder sogar identische Inhalte auf deinem Blog oder auf deiner Webseite, dann ist es wichtig, dass du so einen Tag nutzt. Warum? Ganz einfach, Duplicate Content. Duplicate Content ist für jeden Blogger, für jeden Webseitenbetreiber das Schlimmste, was es gibt. Denn hier kann es letztlich so weit gehen, dass Google deinen Blog abstraft, indem zum Beispiel, wenn du wirklich zwei komplett identische Seiten hast, die auch noch unter der gleichen URL, was normalerweise nicht sein sollte, erreichbar sind, dann ist es letztlich so, dass Google die Entscheidung trifft, welche von diesen beiden Seiten wird nachher ausgespielt und welche nicht. Ja? Und die nicht ausgespielt wird, wird auch komplett aus dem Index genommen. Ja, das ist das absolute Graus für jeden Blogger, für jeden Webseitenbetreiber. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass dir das nicht passiert. Sollte das nicht, oder ja, wenn du letztlich so gehandelt hast und das auch nicht vermeidbar ist, dass du Duplicate Content hast, dann wie gesagt, kommt das kanonische Tag zum Einsatz. Dieses HTML-Element sorgt dafür oder soll dafür sorgen, damit der Suchmaschine gesagt wird, welche der beiden Seiten vorrangig behandelt wird. Die andere wird durch dieses Tag vor der Suchmaschine in Anführungsstrichen versteckt. Jeder normale Benutzer, jeder normale Leser kann diese Seite ganz normal aufrufen, direkt, kann die Seite auch ganz normal besuchen, kann den Content genießen, aber die Suchmaschine findet die Seite in diesem Augenblick nicht und nutzt halt durch dieses Tag-Element vorrangig die Seite, die du dort untergebracht hast. Ich denke, das sollte soweit klar sein. Warum habe ich zu dir gesagt, dass du definitiv einen Tag nutzen musst? Weil es zu 99% bei allen Domains letztlich so ist, dass wenn du eine Domain kaufst, diese unter mehreren Wegen erreichbar ist. Ja, ich habe dir dazu ein Beispiel unten in meinen Blogbeitrag reingepackt, den ich dir in die Beschreibung gepackt habe. Dort ist es meist so, dass deine Seite unter www.hannespaul.de erreichbar ist. Und meinetwegen https://hannespaul.de erreichbar ist. Ja, das heißt also einmal mit www, einmal ohne www, einmal mit https, einmal ohne https. Aber genau hier kommen wir letztens zu dem oder schon zu dem Punkt, dass die Suchmaschinen das letztlich schon als Duplicate Content werten können und es unter Umständen auch tun. Und natürlich ist es ein Graus, wenn deine Hauptseite quasi aus dem Index genommen wird. Ja, egal unter welcher URL letztlich die Seite erreicht wird, es darf nicht passieren. Und genau aus diesem Grund solltest du auf jeden Fall schon mal für deine Startseite ein kanonisches Tag nutzen. Wie du das Ganze einsetzt, wie das Ganze aussehen kann, das erfährst du unten in meinem Blogbeitrag. Ich möchte hier noch auf zwei, drei Sachen eingehen, die wirklich wichtig sind. Wenn du ein kanonisches Tag einfügst und es falsch machst, du dort einen Fehler machst, dann hat dieses Tag keinen Effekt. Bedeutet also, in diesem Augenblick kann es dazu kommen, dass die Suchmaschinen den Duplicate Content immer noch erkennen
und die Seiten dann aus dem Index nehmen, die davon betroffen sind. Das heißt, du müsstest, was heißt du müsstest, du musst in dem Fall sehr, sehr schnell tätig werden. Checke also deinen Blog durch, schaue, welche URLs oder welche Seiten unter verschiedenen oder unter den gleichen URLs erreichbar sind und arbeite dann mit dem kanonischen Tag. Hier möchte ich dir aber noch einen Tipp mit an die Hand geben. Wenn du dich mit dem Codieren nicht zu 100% auskennst, ja, es gibt Plugin-Lösungen, es gibt Agenturen, es gibt Freelancer. Hol dir auf jeden Fall einen Profi mit an die Seite, denn wenn du hier Fehler machst, wie gesagt, dann kann das Ganze nach hinten losgehen. Ich will dir mal ein, zwei Fehler nennen, die passieren können, eine Auflistung von verschiedenen Fehlern und deren Auswirkungen habe ich dir unten in den Blogbeitrag mit reingepackt. Lies ihn dir auf jeden Fall am Ende des Videos durch. Der erste Fehler, und so kurios wie das auch klingt, aber der erste Fehler, und das ist einer der häufigsten, ist, wenn du das kanonische Tag nutzt und dort eine Seite hinterlegst, die gar nicht erreichbar ist. Wenn das letztlich passiert, dann, wie gesagt, kommt der Effekt wieder zum Tragen, dass die Suchmaschine dennoch dein Duplicate Content erkennt und die Seite aus dem Index nimmt oder eine der Seiten aus dem Index nimmt. Und das hat schon sehr starke Auswirkungen auf dein SEO, wenn bestimmte Seiten aus dem Index genommen werden. Zudem verlierst du natürlich auch ein Stück weit das Vertrauen durch Google. Auch das hat Auswirkungen. Vielleicht nicht so extrem wie zum Beispiel andere Dinge, wie zum Beispiel mit der Nutzererfahrung oder sicherheitsrelevante Sachen. Aber dennoch hat das letztlich Auswirkungen. Und wenn wir gerade bei sicherheitsrelevant sind, wenn du das kanonische Tag nutzt, um von einer HTTP-Seite auf eine HTTPS-Seite zu verlinken, dann ist das auf jeden Fall der richtige Weg. Umgekehrt, also von einer HTTPS-Seite auf eine HTTP-Seite, das wäre ein absoluter grober Fehler und Google wird dir das letztlich nicht verzeihen, weil du Leute aus einer sicheren Umgebung, ich sage mal in Anführungsstrichen sicheren Umgebung, in eine unsichere Umgebung schickst. Ja, wenn das Sicherheitszertifikat fehlt, die Daten nicht sicher übertragen werden können, dann verlierst du auch hier das Vertrauen durch Google und auch das hat letztlich Auswirkungen auf den SEO und das nicht zu knapp, denn hier geht es auch um die Nutzererfahrung mit deinem Blog. Das heißt also, du siehst schon, wie sensibel das Ganze ist, dass du wirklich Obacht geben musst, wenn du das kanonische Tag in deinem Code einfügst. Der nächste Fehler ist zum Beispiel, auch wenn es banal klingt, der nächste Fehler ist, ich habe es am Anfang schon gesagt, das kanonische Tag gehört in den Head-Bereich deiner Seite, nicht in den Body-Bereich. Wenn du es in den Body-Bereich einfügst, dann kann es letztlich passieren, dass die Suchmaschinen, die Crawler, das nicht wirklich wahrnehmen oder nicht interpretieren können. Und somit stehst du dann letztlich wieder vor dem Problem, dass du Duplicate Content auf deiner Seite hast und dann bestimmte Seiten aus dem Index genommen werden. Wie gesagt, weitere Fehler habe ich dir unten in den Blogbeitrag mit reingepackt. Lies ihn dir auf jeden Fall durch. Es ist wirklich ein wichtiges Thema. Und zudem solltest du dich damit auf jeden Fall auseinandersetzen. Ich will das Ganze jetzt hier nochmal zusammenfassen. Das kanonische Tag ist ein HTML-Element, welches letztlich dazu beiträgt, dass wenn Duplicate Content auf deiner Seite ist, du bestimmen kannst, welche dieser Seiten vorrangig von den Suchmaschinen untersucht wird oder von den Crawlern letztlich besucht wird. Und die anderen Seiten, die du dann in dem Augenblick in Anführungsstrichen versteckst, sind zwar für den Leser oder für deinen Besucher immer noch aufrufbar, aber werden von der Suchmaschine nicht wirklich beachtet. Darum ist es auch, oder das ist letztlich auch der Zweck, den es erfüllen soll, ja, dass letztlich die Suchmaschine dein Duplicate Content in dem Augenblick nicht mehr feststellt, du also eine Abstrafung aus dem Weg gehst und dein Ranking oder dein SEO nicht negativ beeinflusst wird. Du kannst Fehler machen, es gibt Schussigkeitsfehler, es passiert immer. Wenn du dich schon jemals irgendwie mit dem Codieren einer Seite beschäftigt hast und du hast irgendwo ein Leerzeichen zu viel gemacht oder du hast irgendwo ein Zeichen vergessen, dann weißt du, welche Auswirkungen das haben kann. Das heißt, wenn du hier Fehler machst beim Einfügen des kanonischen Tags, dann kann das letztlich den gegenteiligen Effekt haben. Ja, dein SEO wird weiter beeinflusst und zwar negativ. Du kannst das Vertrauen durch Google verlieren. Es gibt eine ganze Menge Fehler, die du machen kannst. Die findest du unten in meinem Blogbeitrag. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, dir haben die Tipps gefallen. Wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, denn der tut nicht weh. Wenn du mehr von mir erfahren willst, folgende Videos nicht verpassen willst, abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle.
Ich wünsche dir nun ganz, ganz viel Spaß beim Blogbeitrag lesen, ganz, ganz viel Spaß beim Wissen aneignen und denke immer dran, angewandtes Wissen ist gutes Wissen. Ich bin durch, bin raus. Sei gegrüßt, dein Markus. Das war mein Video. Kanonisches Tech. Was genau ist das?